Hallo Jönisschen und willkommen zu dieser 53. Folge Fußballmanager 19 mit Werder Bremen. Ja, ich heiße euch heute willkommen aus einem wunderschönen Ferienhaus hier irgendwo mitten im Wald. Also wenn hier irgendwas nicht so stimmen sollte, wie es sonst immer ist, also speziell Audioqualität, ja, daran kann ich jetzt die nächsten drei Folgen leider nicht so viel ändern, aber ich denke, das sollte passen. So, dann werden wir uns heute auf jeden Fall mal um den Bundesliga-Start kümmern. Und ja, also sonst haben wir jetzt auch noch weitere Transfers. Da habe ich mich jetzt drum gekümmert, um die Kaderbreite ein bisschen, ja, um den Kader halt ein bisschen breiter zu machen. Darum habe ich mich jetzt so gekümmert und da werden die Angebote jetzt wahrscheinlich gleich reinfliegen. Und dann melde ich mich, wenn es was zu sagen gibt. In der letzten Folge haben wir dann ja auch Renato Sanchez zu West Ham verkauft für 17 Millionen. Also ich denke, das war ganz in Ordnung. Weil für ihn hatten wir jetzt ja speziell keinen Platz mehr, wo er spielen sollte. So, das hier ist auch eine ziemlich lustige Geschichte, die, den Transfer 3 Millionen für Marco Reus. Ja, ich dachte mir einfach mal, okay, wenn wir mal ein RA oder ein LA brauchen, dann könnten wir uns eigentlich Reus holen. Weil so 3 Millionen, naja, ne, und der ist recht, naja, 34, ne. Und so viel Geld möchte der auch gar nicht haben, also hier nur 3,6 Millionen. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, du wirst in der Regel spielen, also wir werden ihn dann... Na, ja, wobei das ist ja wirklich schon ziemlich gelogen. Also du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Und dann geben wir ihm, im nächsten Jahr wirst du Kapitän, das wird ihn jetzt überzeugen, dann wird er danach zwar rumheulen, aber naja gut, ne? Das Ganze hatte ich dann auch vor mit Juan Mata auf der Position OM. Also dass wir da dann auch nochmal so ein Backup hätten und wir geben ihm halt hier die Möglichkeiten, dass er halt einen recht offenen Vertrag hat zu seinem Karriereende hin. Also hier auch nochmal Anteil am Verkauf. Das ist ja alles sowas. Wir werden ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr verkaufen. Ne? Das macht auch keinen Sinn. Aber halt, dass wir halt nochmal so den Kader ein bisschen breiter machen. Ich habe ein paar junge Leute geholt. Dann habe ich noch ein paar ältere jetzt geholt mit Marta und mit Reus. Und das ist so ziemlich dann der Plan. Dann die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Bruninho von der Bayer 04 Leverkusen Reserve. Ja, ablösefrei konnten wir uns einfach mal melden. Ich habe da einfach mal nachgeguckt. So, früher hat er immer 12 oder 24 Millionen gekostet. Jetzt habe ich einfach mal nachgeguckt. Und ja, da stand dann 0 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also so schwer kann es ja nicht sein. Dann können wir Bruninho vielleicht nochmal eine Chance geben. Er hat ein bisschen hier einen halben Talentstern verloren. Also 1 von 10. Ne? Jetzt müsste er 9 von 10 haben. Ja, also wir werden mal gucken, was wir aus ihm machen. Du hast eine große Zukunft, aber musst Geduld haben. Also ich denke, das ist so ein bisschen damals wie so dieser Elia-Transfer oder Arnautovic, so würde ich das einordnen. Dass wir halt so diese Leute mit diesem schwierigen Charakter dann irgendwie hinbiegen müssen. Und wenn wir sie erstmal hingebogen haben, dass sie so richtig gute Disziplin haben und dass sie gut in die Mannschaft passen, ich denke, dann kann er auch wirklich wieder so ein Megatalent werden. Er ist noch 22, also auf eine 80 könnte der noch hochkommen. Das Welttalent, wie ich ihn damals genannt habe, so der neue Messi oder so, das wird er wahrscheinlich nicht, oder der neue Neymar, sowas, nein, das wird er auf keinen Fall mehr. Jens Kleber, das sind so ein paar Leute, die ich dann aus der Reserve von Leverkusen geholt habe. Und ja, das werden jetzt einfach alles so durchlaufen lassen, weil ich möchte da jetzt nicht groß ins Gehalt eingreifen. Ansonsten heulen die direkt nach der ersten Saison rum, dass sie zu wenig Geld verdienen. Ja, deswegen die Verträge lasse ich dann einfach mal alle so. Ich denke, das sind auch am Ende nicht die Verträge, die so teuer werden. Ihr seht ja dann hier, was das für Talente so in etwa sind. Also da haben wir 1,5 Millionen in 3 Jahren. Also ganz ehrlich, das sind nicht wirklich die, wo sich ein Manager lange drum kümmern sollte. Dennis Francine für 2 Millionen von der Leverkusen Reserve, 16 Jahre jung, Torwart 66. Da dachte ich mir auch so, okay, ja, das könnte gut werden. Den schieben wir dann auf jeden Fall in die Reserve, denn da haben wir jetzt keinen richtigen Torhüter mehr, wie wir ihn eigentlich bräuchten. Und in 5 Tagen geht dann auch die neue Saison los mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart. Und Union Berlin kann mehr zahlen als wir, wollt ihr mich verarschen? Also ja gut, dann zahle ich Bruninho 2,1. Ne? Das ist ein faires Angebot. Und ich meine, ja, viel mehr will ich ihm auch nicht geben. Ne? Dominik Schulze, ja, das können wir alles so akzeptieren. Luca Merz, 8 Millionen nach Leipzig. Nö. Ja, und dann werden wir die ganzen Spieler natürlich noch vor Saisonbeginn einordnen, also wie oft werden sie spielen. Und ja, also Reus könnte jetzt eigentlich auch zu uns kommen, weil der hat bei Dortmund jetzt auch keine sonderlich große Chance mehr. Merz für 8 Millionen niemals. Als ob man Merz für 8 Millionen weggibt jetzt einfach so, der ist richtig krass.
Gerald Fischer zu Amerika, nö, kein Bock. Ausbildungsvertrag Stefan Heim, nee, Ausbildungsentschädigung Elfers unterschreibt neuen Vertrag. Das war einfach, damit er nicht mehr so unglücklich ist, was das Geld angeht. Hier fliegt die ganze Zeit eine Fliege rum. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Das ist voll belastend. Hudson Odoi für 2 Millionen. Ich weiß nicht, warum bieten die alle so wenig, wenn es um Odoi geht? Machen wir einfach mal 5 Millionen, weil wir müssen ihn leider verkaufen. Der Typ will ähnlich wie Pavlenka weg. Und ja, deswegen müssen wir gucken, dass wir den noch loswerden, leider. Weil der hat auch so ein ziemliches Problem, dass er recht wenig verdient und er möchte halt einfach nicht hier bleiben. Deswegen müssen wir ihn halt verkaufen. Warum ist Ihre Mannschaft stärker als in der vergangenen Saison? Wer hat gesagt, dass wir stärker sind? Ich hoffe, dass wir stärker sind, weil wir auf allen Positionen gut besetzt sind. Ja, das gibt erstmal Moral plus 2 für alle. Hast du noch eine weitere Frage? Welche Defizite sehen Sie noch bei Ihrer Mannschaft? Über Defizite rede ich nicht. Es gibt. Was soll die Scheiße denn? Wir haben keine Defizite. Dieses Interview, das war ein Defizit. Meine Fresse. Aber okay. Der FC Schalke 04 ist der Gewinner der Vorbereitung. Okay, da haben wir jetzt nicht so wirklich mitgemacht. Unser notenbester Spieler war Friedel. Unser bester Torschütze Jojo Eggestein. Er hat 2 Tore. Ist jetzt nicht sau viel. Ja, hier fliegt die ganze Zeit eine Fliege rum. Die nervt voll. Aber ich hoffe wirklich, ihr hört das nicht. Dennis Francine, Rücken Nummer 1? Nö. Du kriegst nicht die 1, du kriegst die 25. Ich hoffe, das ist jetzt keine besondere Nummer gewesen. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Alte Bekannte, da hätten wir dann Ekene und irgendjemanden. Kovacic ist über den Transfer von Francine, warum auch immer, beeindruckt. Okay. Ja, habe ich gern gemacht, auf jeden Fall. Marvin Hummel, das sind dann alles Transfers aus der zweiten Mannschaft. Die werden dann alle zum nächsten Jahr hochkommen, also beziehungsweise aus den Jugendmannschaften. Dennis Francine, was hast du denn für ein Skill? Eine 66 mit 16? Ja, also ich denke, da haben wir unseren neuen Mann für die Reserve gefunden. Und hier auch etwas ist aktuell euphorisch. Kann dann eigentlich doch mal beginnen für Luan, oder? Eine 73, ja, das ist in Ordnung, da kann der Typ auf jeden Fall mal anfangen. Ja, Francine, dritten Torwart. Ja, Sheehan, warum sollen wir Sheehan in die zweite Mannschaft tun? Dann können wir lieber Francine in die Reserve schieben. Ich möchte ja jetzt nicht erklären. Ich hoffe, das geht schon so klar. Ja, ist jetzt ein bisschen pisst. Wenn wir jetzt aber mal Hallo sagen, dann sollte das wieder gehen. 5 Punkte gewinnt er. Ja, ist zumindest gelb. Ja, okay, das sollte sich dann aber durch die Spielzeit. Auf jeden Fall, warte, wir hatten Moukoko. Krass. Moukoko hat eine 63, muss sich dann noch ein bisschen verbessern. Ist aber auch erst 18. Mensno, ja, wir wollten hier noch einige hochziehen, ne? Das ist schon klar. Aber gut, das müssen wir dann einfach mal machen. Jugendspieler passt eigentlich alles. Und damit geht es dann weiter und gleich in das erste Spiel hier in Stuttgart. Es wird auf jeden Fall. Schon mal direkt ein ziemliches krasses Game zum Anfang. Weil Stuttgart ist ja ungefähr auf unserem Level schon seit Jahren. Und da müssen wir uns dann erstmal behaupten. Worauf liegt Ihr Schwerpunkt in dieser Saison? Die Ausgeglichenheit, ich will einen permanenten Konkurrenzkampf. Unzufriedene Spieler haben dadurch Punkte bekommen, glaube ich. So, dann haben wir jetzt hier die teuersten Transfers, haben wir den zweiteuersten Transfer in der Bundesliga gemacht. Der teuerste war Christian Pulisic für 60 Millionen zu Dortmund. Bayern hat am meisten Geld ausgegeben, RB Leipzig hat am meisten eingenommen. Der beste Spieler ist Leon Goretzka. Er ist auch der teuerste mit 82,5. Stindl ist so alt schon, echt? 34, ja okay, aber dann hat er vielleicht immer gespielt. Meiste Tore Volland. Ja, die Ältesten sind Bayern, wir sind die Jüngsten. 22,2 im Durchschnitt, ne? Deswegen wollte ich auch noch die ein oder anderen jungen Leute holen. Und da draußen zwitschert ein Vogel. Und lol, da ist eine Katze am Teich. Die Katzen-Stories geht weiter, hoffentlich fällt die da nicht rein. Ja, ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern.
Sollte dir reinfallen, ist auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall einen Cut machen. Hey Katze, lass das. Ist nicht mal unsere Katze, aber lass das. Okay, ja. Das Katzenproblem hat sich jetzt immer noch nicht großartig gelöst, aber machen wir einfach mal weiter. Ich behalte einfach mal ein Auge drauf. Ja, fünfter Platz. Nee, ich möchte eigentlich. Eigentlich möchte ich die Champions League angreifen. Das bedeutet, hinter Bayern und Dortmund werden wir dann der dritte Platz sein. Wir müssen dafür Leverkusen. Ja, okay, Leverkusen werden wir nicht schlagen. Also müssen wir den vierten Platz anvisieren. Absteigen wird auf jeden Fall Union, Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Schalke. Ja, das ist schon eine enge Sache. Leipzig sehe ich eigentlich ein bisschen weiter vorne. Ja, Nürnberg dann auch wieder. Ja, ich denke, das sollte so dann ungefähr passen. Also Bruninho ist wieder da, Kleber ist jetzt auch da, Torben Rhein, aha, Horter, aha, Kleber, ja, ist sogar auch ziemlich gut, aber aha. Und da ist Bruninho mit der Rückennummer 7, ja, 22, hat eine 72, jetzt müssen wir auf jeden Fall damit klarkommen, mit Bruninho, der hat natürlich einen schwierigen Charakter, aber wenn wir das schaffen, dann hätten wir vielleicht sehr viel Spaß mit ihm. Kleber plus 2, Horta und Bruninho kennen sich schon. Da akzeptieren ein paar die Sachen. Standesgemäße Vorstellung, ja, online ganz easy. Francine gewinnt 3 Punkte, das ist auch nochmal ganz gut. So, und da hätten wir jetzt den kleinen Wunderknaben von damals, Bruninho, mit seiner 72. Damals ist er bei uns schon komplett eskaliert, hat sich deswegen nicht wirklich verbessern können. Dann das Ganze bei Real haben wir den, glaube ich, hinverkauft. Wir können ja mal nachgucken. Aber ich glaube, Real war das. Ja, wir haben ihn für 34, also wir haben ihn erstmal ablösefrei geholt, dann haben wir ihn für 34 Millionen verkauft. Real hatte ihn dann ein paar Jahre, nee, ein Jahr nur oder so. Oder ein halbes Jahr, glaube ich. Und dann für 21,5 Millionen direkt wieder zu Leverkusen weggeschubst, wieder nach Deutschland. Die hatten dann, ja, gute 3 Jahre Spaß mit ihm, haben es aber auch nicht hinbekommen. Und jetzt geht er wieder ablösefrei zu Werder Bremen zurück. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mit seinem Charakter klarkommen. Er ist eine Diva, das ist nicht einfach. Aber ja, wir müssen damit klarkommen. Und wir werden auch damit klarkommen. Und wenn er am Ende in der Reserve verreckt. Aber ja gut, ich hoffe mal, wir werden ihn irgendwie in der ersten Mannschaft einsetzen können. Und ja, werde ich ihn jetzt direkt hier einsetzen? Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall vermehrt mit ihm reden, damit es ihm auf jeden Fall dann gut geht. So, er gewinnt nochmal 5 Moralpunkte. Na, Kleber, Horter und so, die sind alle für die zweite Mannschaft bestimmt. Ja, wobei wir können Kleber vielleicht behalten auf der Bank. Torben Rhein und so, ja, die schiebe ich jetzt einfach alle in die Reserve. Dann sind die da vielleicht unglücklich, aber die werden sich schon hochkämpfen. Wenn sie gut genug sind, dann werden sie sich hochkämpfen. Dann werden sie auch das jetzt aushalten. Castellucci weiß ich noch nicht ganz, was ich mit ihm mache, mit dem Ramon. Aber ja, das denke ich, wird auch laufen. Und Bruninho haben wir jetzt einfach. Wir haben ja jetzt auch Luan im Team, also einen zweiten Brasilianer, einen dritten Brasilianer noch im Tor. Ja, das sollte klappen. Da sollten wir Bruninho dann schon irgendwie einsetzen. Wir haben natürlich aktuell keine ZM-Position, aber er ist so ein bisschen der Nachfolger von Renato Sanchez. Natürlich um einiges billiger. Und ja, da müssen wir mal gucken, auf welche Position wir ihn dann so im Endeffekt stecken. Also ob es die Einwechslungsposition ZM ist oder was auch immer. Und wir sind deutlich stärker als Stuttgart, haben nur eine 835, wir haben eine 870. Aber ihr kennt das ja, wenn ihr mein Let's Play schon länger guckt. Ich sollte den Mund nicht allzu voll nehmen. Und jetzt geht's los, erster Spieltag in Stuttgart. Können wir noch irgendwelche Sachen hier planen? 870, nein, das sieht alles soweit okay aus. Ich öffne mal die Taktik, dass wir die auf jeden Fall auf 100% stellen. Spielmacher, Amiri natürlich und der Sturmtank muss Jojo Eggestein sein. Pressing möchte ich überall haben. Und sonst passt das. Ja, die Mannschaft wurde sogar mal nicht umgeschubst hier, wenn ich in die Taktik gehe. Das ist natürlich auch sehr schön. Und Marco Reus ist noch da vor dem ersten Spiel. Ja, akzeptieren wir direkt auch mal. Hat eine 77, Pressekonferenz, stellen wir ihn jetzt einfach mal vor. Marco Reus freut sich auf die Kapitänsbinde, dann freu dich mal weiter. Alte Bekannte, ja okay, Sahin und Reus. Oh, wir hatten keine Saison eröffnet, ja okay, 10 Punkte bei den Fans. Ja,
Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? War ein bisschen blöd. Ja, Reus verstärkt eigentlich nur den. Ups. Reus verstärkt ja eigentlich nur den Kader. Das bedeutet, wir werden ihn jetzt nicht unbedingt direkt einsetzen. Oder können wir den irgendwo dahin tun? Ja, Zanon soll ja eigentlich spielen. Ehlers soll eigentlich spielen. Maxi Eggestein soll eigentlich spielen. Ja, das ist so ein bisschen einfach die Kaderbreite. Ne, ihr seht das hier. RA. Nur mal aus Spaß. Was könnte Reus denn im rechten Mittel. Oh. Okay, dann nicht aus Spaß. Aber ja, wir haben Reus auf jeden Fall. Und das kann uns ja nur helfen. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht's direkt in das Spiel in Stuttgart. Die hauen wir weg. Ist zu krass. Ich mache jetzt einfach mal, wir können das gewinnen. Rasend schnell runter auf sehr schnell. Oh shit, das ist das erste Spiel der sechsten Saison, müsste das jetzt sein, ne? Ja. Sechste Saison, die fünfte haben wir, glaube ich, im Livestream beendet. 20 Minuten um. Wir haben vorne die Kombination Jojo Eggestein und Philipp Ehlers natürlich. Der ist recht jung. Den haben wir jetzt einfach mal gebracht, weil er gerade euphorisch ist. Und Amiri macht weiter damit, wo er in der letzten Saison aufgehört hat, nach Vorlage von Thomas Kehr. Ballert das Ding hier in der 24. Minute rein. 1-0 Werder Bremen in Stuttgart. Wäre natürlich sehr gut, wenn wir jetzt die Halbzeitführung so mitnehmen könnten. Das wäre dann taktisch recht gut. Und ja, die machen sich einfach mal alle recht gut. Ja, der Brasilianer am Tor, Vinicius, hat eine 4,0. Der wird sich aber noch finden. Ich frage mich gerade, ob ich Merz für Friedl bringen soll. Friedl hat eine 2,5, also machen wir das mal nicht. Grilic hat eine 3,5. Bringen wir einfach mal Ehlers. Wir sollten jetzt natürlich auch nicht zu krass runtergehen. Wir können uns Luan noch bereithalten. So, und die Stimmung in der Mannschaft müssen wir dann eventuell nochmal ein bisschen rangehen. Kovacic hat jetzt gerade eine gelbe Karte bekommen. Wir können weiter die Spieler aufwärmen. 50 Minuten rum. Gleich ist eine Stunde gespielt. Und es sieht eigentlich recht kontrolliert aus, oder? Ehlers hat jetzt noch gelb bekommen. Ja, komm. Dann direkt der Herr Luan auf dem Platz, dass der einfach mal seine Minuten bekommt, seine Chancen vorne bekommt und natürlich die gelbe Karte runter ist. Ohne dass da jemand gelb-rot kriegt. So, dann hätten wir noch einen Wechsel, den wir jetzt tätigen könnten. Ich frage mich gerade, soll ich Merz bringen? Ich frage mich gerade, soll ich Eggestein bringen für Amiri? Ich bringe mal Eggestein für Amiri. Einfach, dass der Eggestein da vorne nochmal ein paar Minuten bekommt. Thomas Kehr nach Vorlage von Luan zum 2:0. Ja, 2:0 in Stuttgart. Wenn wir es jetzt auch noch zu 0 zu Ende bringen, dann wäre das eigentlich eine gute Leistung. Keiner der Stürmer hat das Tor gemacht. Aber zumindest Luan kam rein, hatte die Vorlage. Ja, das ist, denke ich, ein ordentlicher Saisonauftakt. 2:0 Sieg in Stuttgart. So, und hier die Nachricht. Odoi wechselt für 2,1 Millionen zu irgendeinem chinesischen Verein. Ja, das mussten wir einfach machen. Anders ging das jetzt nicht wirklich. Damit haben wir vor allem hier die Gehaltsstruktur jetzt ein bisschen repariert, denn da war vor allem der gute Odoi ziemlich unzufrieden. Und deswegen, ja, haben wir das jetzt so ersetzt. Marco Ehlers möchte gerne etwas reden. Ja gut, du hast gut trainiert, denke ich mal. Oh, der braucht auch Aufmerksamkeit. Na gut, dann kümmern wir uns darum. 19 Jahre jung, kann ein bisschen Aufgaben im DM übernehmen. Und der nächste Transfer kommt an Juan Mata, 79, 35 Jahre alt. Aber ja, wir haben ihn jetzt einfach mal. Recht billig, kriegt glaube ich 3 Millionen oder so im Jahr. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Transfer, sollte uns in der Kaderbreite auf jeden Fall helfen. So, die Auslosung zur Europa League. Europa League, was ist mit mir los? Ich weiß es nicht. So, wir sind in der Gruppe mit wir sind in der Gruppe mit Real Betis Sevilla, Olympiakos Piräus und ja, das versuchen wir gar nicht erst. Ja, also die Gruppe sollten wir auf jeden Fall recht deutlich gewinnen. So, und das ist doch einfach mal eine Kaderbreite. Dagegen kann man doch gar nichts sagen. Guckt euch einfach mal diesen Kader an. 885er Startelf. Und dazu dann noch diese Bank. Alle deutlich über eine 70. Ja, okay, Schiene, ne, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Veljkovic nehmen wir mal runter, damit Mai spielen kann. Ja, und dann guckt euch nochmal diese Bank an. Niki Adler, den werden wir ausleihen. Den haben wir aus der zweiten Mannschaft. Werden wir ausleihen zu Lokomotive Leipzig.
Juan Mata haben wir noch auf der Bank, Reus haben wir noch auf der Bank, Bruninho müssen wir noch irgendwie hinkriegen, Hassel und Pellegri sind aktuell beide verletzt, aber auch richtig krass. Und Ramon Castellucci. Ja, da kann ich mir quasi aussuchen, wen ich wann wie spielen lassen will und muss mich da fast schon streiten. Ja, also da werden wir auf jeden Fall ein gutes Team haben, auch in der Breite für die Euroleague. Auch wenn sich Leute verletzen, wir haben eigentlich für jeden Ersatz mehr oder weniger. Und ja, das sollte dann auf jeden Fall krass werden. Wolfsburg ist ein Aufsteiger und ich wollte eigentlich gerade Mertz spielen lassen, aber jetzt ist er verletzt. Ja, dann können wir einfach mal Castellucci dafür bringen. Ja gut, ist ein Aufsteiger, dann können wir eigentlich... Ich weiß nicht. Wen lassen wir da jetzt mal spielen? Lassen wir mal Zanon spielen, der ist eh gerade gelb. Sheehan für Vinicius. Ja, das sollte jetzt erstmal ein bisschen Rotation genug sein. Marco Reus können wir dann eigentlich komplett für Kjær bringen. Mata können wir dann eigentlich für Eggestein bringen. Und ja, Bruninho, meinetwegen. Bringen wir Bruninho für... Ja, für wen? Für wen ist hier die Frage? Wir haben gerade keinen Platz für Bruninho, tut mir leid. Ja, das wird auf jeden Fall weiter eine schwere Entscheidung, wann wir Platz für wen haben. Unsere Siegesserie geht heute auf jeden Fall weiter. Das habe ich jetzt so gesagt und das wird auch so eintreten. Ja gut, Sheehan mit seiner wahrscheinlich jetzt 70 gerade, ne? Das ist jetzt nicht der krasseste Torhüter, aber ich denke für einen Aufsteiger Wolfsburg, ja, das sollte reichen, oder? Das müsste funktionieren. Ja, machen wir mal ein bisschen schneller hier. 30 Minuten um. Das ist jetzt noch nicht der Druck, den ich im Weserstadion haben möchte. Und Ginchek jetzt auch zur Führung für Wolfsburg. Ja, dann bringen wir erstmal unseren Keeper für Schien zur Halbzeit, dass wir da jetzt nicht weiter was anbrennen lassen. Und dann bringen wir jetzt Mata für Amiri. Und dabei lassen wir es dann erstmal. So, das jetzt vielleicht als Verbesserung. Juan Mata, der könnte da vielleicht auch ein bisschen was bewirken. Alle Spieler aufwärmen. Ich möchte das jetzt nicht verlieren, ne? Aber ich weiß auch nicht, wen ich gerade bringen soll. Ja, dann doch einfach mal Elfers für Luan. Weil der nicht wirklich krass war. Leute. Jojo Eggestein 1 zu 1. Es wäre ein unnötiger Punktverlust jetzt gegen den Aufsteiger. Aber so ist es. Ja, ist die Frage, ich muss doch auch die Spieler mal spielen lassen. Also wenn wir die Kaderbreite haben, dann muss ich sie einsetzen, sonst ich kann ja nicht die rumheulen lassen. Auf der anderen Seite, it's Football, ne? Es ist Fußball, ist Soccer, keine Ahnung. Ja, ist halt so, ne? Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Auch Bayern hat mal unentschieden gespielt gegen Leverkusen in der Saison, wo sie komplett durchgeballert sind. Oder verloren haben die, glaube ich, sogar, keine Ahnung. Nö, Interviews mit meinen Spielern gibt es hier nicht. Ja, so ist das halt, ne? Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Unsere Reserve tut das aber gerade trotzdem. Ja, ich bedanke mich einfach mal bei euch fürs Zusehen. War auf jeden Fall, denke ich, eine tolle, dolle Folge, ja. Ja, lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und sonst schaltet auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal ein. Und bis dahin, ciao.